Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ich möchte heute wieder was über Modifikatoren machen. Das hört sich erstmal komplett kompliziert an, ist aber eigentlich gar nicht so doof, weil wir kennen eh schon die Hälfte davon, nämlich dieses Public. Okay, es ist ein Drittel, nicht nur die Hälfte. Das Public bedeutet einfach, ich kann überall auf meine ganzen Variablen zugreifen. So, sagen wir mal, ich habe euch ja vorhin gezeigt, wie diese Setter und Getter funktionieren. Und deswegen, ja, wenn jetzt ein blöder Benutzer herkommt und sagt, mein Tier hat minus vier Beine, dann benutzt der Setter diese Variable und sagt, nö, weniger als null Beine geht nicht, du kriegst null Beine von uns. Was er jetzt aber immer noch machen kann, er kann sagen, t.beine gleich minus vier. Und ich glaube, deswegen sind momentan die Setter und Getter noch ein bisschen unnötig, wenn man eh noch nicht versteht, für was sie sind. So kann ich direkt auf die Variable zugreifen und sagen, mein Tier kriegt trotzdem minus vier Beine. Das wollen wir doch nicht. Denn ein Tier mit minus vier Beinen, wissen wir ja, sagt unser Setter schon, ist total schwachsinnig. So, das geht aber immer noch recht gut. Und wenn nichts von einer Variablen steht, ist es, als würde da Public stehen. Das heißt, ich kann von überall auf diese Variable Beine zugreifen. Das wollen wir jetzt also verhindern. Und deswegen gibt es das Schlüsselwort private. Das heißt, einfach meine ganzen Variablen oder meine Variable Beine gerade wird private, das heißt, ich kann nur noch innerhalb dieser Klasse Tier darauf zugreifen. Das heißt, hier kann ich schon noch auf Beine zugreifen und die Beine auf 0 setzen oder die Beine auf eben die Anzahl an übergebenen Beinen hier oben setzen. Aber hier außerhalb, seht ihr ja schon, gibt es mir einen Fehler. Und hier sieht man auch genau, woran es liegt. Change Visibility of Beine to Package. Ja gut, das brauche ich jetzt gerade noch nichts sagen, aber auf jeden Fall kann ich nicht mehr meine Beine direkt setzen, sondern muss unseren Setter hier benutzen. Das heißt, wenn unser Benutzer probiert, die Beine von unserem Tier auf minus 4 zu setzen, dann sagt unsere Set-Methode von Beine einfach nö. Und das ist auch der Sinn von diesen Private-Dingern, nämlich ein bisschen Sicherheit. So, das ist eben das eine. Public kennt ihr ja schon, das ist der Standard, also das ist dasselbe wie das. Und protected ist dann das letzte Schlüsselwort noch. Das ist genau dasselbe wie public oder private, nur dass halt hier einfach die Sichtbarkeit auf das komplette Paket, also auf momentan diese fünf Klassen hier, geändert wird. Ich könnte hier jetzt natürlich noch ein neues Paket erstellen und darin eine Klasse erstellen, dann könnte ich hier auf diese Beine nicht mehr zugreifen. Aber momentan kann ich auch in meinem Hello World t.beine immer noch setzen. Also wäre in unserem Fall das Richtige, wenn wir hier die Beine auf Private setzen und unseren Benutzer bzw. jede andere Klasse außer dieser Klasse hier zwingen, unsere Beine über den Setter hier aufzurufen. Genau. So, das ist auch schon zu diesen drei Schlüsselwörtern Public, Private und Protected alles. Man kann allerdings auch noch Methoden und Klassen darauf setzen. Also ich könnte jetzt hier eine Private-Klasse draus machen, was ein bisschen schwachsinnig wäre, weil dann könnte ich sie hier nicht mehr implementieren natürlich. Und ja. Macht absolut keinen Sinn. Also bei Klassen einfach public da stehen lassen. Was durchaus Sinn macht, ist die Methode private zu machen. Also hier in dem Fall jetzt nicht unbedingt. Machen wir sie public. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel private void verliere ein Bein mache, diese Methode wird irgendwo aufgerufen, genau, bevor man die Beine zurückgibt. Verliert unser Tier auf jeden Fall ein Bein. Okay, das ist jetzt gerade echt böse. Auf jeden Fall müssen wir hier natürlich auch noch die Beine um 1 reduzieren. Also ihr wisst ja noch, das reduziert genau um 1. Wenn wir jetzt aber mit unseren Beinen kleiner als 0 werden, also wenn wir jetzt 0 Beine haben, wir wollen ein Bein verlieren, dann geht das natürlich nicht. If Beine kleiner. Kleiner 1, return. So. Wenn wir jetzt gerade we weniger als, also wenn wir 0 Beine haben, dann geht unsere Methode raus. Ansonsten wird eben ein Bein abgezogen.
So, und diese Methode kann jetzt hier aber nur von innen drin aufgerufen werden. Das heißt, ich kann hier nicht sagen, ich will ein Bein verlieren. Werde ich wahrscheinlich hier drin auch nicht sagen wollen, aber okay. Ich glaube, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Ich kann die Methoden, die halt private sind, nur in der Klasse aufrufen. Ich kann die Methoden, die protected sind, nur innerhalb des Paketes aufrufen. Und Methoden, die public sind, kann ich von überall aufrufen. Ja, genau. So, das wäre auch das zu den Methoden. Jetzt Abstract ist auch so ein Schlüsselwort. Und dann gibt es noch ein weiteres. Das macht jetzt hier vielleicht wenig Sinn, wenn ich das so reinschreibe. Final Double wird meistens für Pi benutzt, weil es einfach ein schönes Beispiel ist. 3,14, das muss reichen. Was bedeutet Final? Final bedeutet einfach, es kann nicht mehr geändert werden. Das heißt, ich habe eine unveränderbare Variable, also am besten irgendwie eine Konstante. Das ist auch schon alles, was dieses Final-Schlüsselwort tut. Es macht einfach, dass ich hier nirgendwo mein Pi verändern darf, also auch nicht in der Klasse drin. This.pi gleich 5. Oh nein, es funktioniert nicht. Warum bloß nicht? Weil es final ist. Ja. Nur um euch kurz zu zeigen, warum. Gut, was haben wir noch? Genau, static. Ja, hier kennen wir ja schon die Static Void. Jetzt kann ich euch, glaube ich, endlich mal erzählen, wieso das oder was genau das wirklich tut. Ich glaube, ich habe es schon mal probiert, aber ich nehme nicht an, dass es ganz klar geworden ist. Wir rufen ja momentan immer, sagen wir mal, wir haben uns diesen Hund T kreiert und der macht irgendwas. Pi brauchen wir hier drin nicht. So. Nein, das wollte ich eigentlich sprechen. Unser Hund T macht hier irgendwas. Und jetzt möchte ich aber hier drin eine Methode haben, die für alle Tiere gleichermaßen gilt. Zum Beispiel, also eine Methode, die absolut nicht vom Kontext des Tieres abhängig ist. Also irgendwas wie, Public Static Void. Ne, machen wir String. Get Planet. Oh, komm schon. So, ein Return. Erde. So, das bedeutet jetzt, ich brauche. Mein Tier wird jetzt nicht mehr direkt so auf. Also, diese Methode hier, die Static-Methode, braucht nicht mehr den Kontext des Tieres. Das heißt, ich brauche keine Instanzierung des Tieres. Also, hier oben ist ja noch kein Tier gegeben. Ich kann einfach schreiben Tier.getPlanet. Das ist einfach nicht abhängig von irgendwelchen Variablen, sondern gibt mir für alle Tiere genau dasselbe zurück, nämlich den Planet, auf dem sie leben. Ja, das ist auch schon momentan irgendwie gerade das vernünftigste Beispiel, was mir einfällt, zu Static. Statisch brauche einfach kein Objekt, auf dem es aufgerufen wird. Also hier unten, ich kann zwar t.getPlanet aufrufen, aber ich brauche es nicht. Ja, should. Also es gibt mir ein Warning. Also sollte man eigentlich nicht machen. Man kann die Static-Methoden einfach über den Klassennamen Punkt und dann die Static-Methode aufrufen. Also hier brauche ich keine Instanzierung von Hello World, sondern ich kann einfach schreiben Hello World Punkt Main. Und dann muss ich hier halt irgendwelche Argumente übergeben und dann wird die Methode aufgerufen. Ja, das ist auch schon irgendwie gerade alles zu Static. Ja, und das wäre es dann auch schon zu den ganzen Schlüsselwörtern. Also ich glaube, ihr kennt jetzt diese Sichtbarkeit hier. Und ja, Final kennt ihr auch. Das heißt, das ist schon mal das Grunddingens und jetzt habt ihr schon beinahe geschafft. Jetzt zeige ich euch im nächsten Video was zu Rekursion und dann noch, wie man Sachen vom Benutzer einliest. Und das ist es dann auch schon fast. Dann könnt ihr schon zu den fortgeschrittenen Videos. Wie geil!
Alles klar, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.